Vielleicht mal eine kleine Geschichte zu Anfang. Man nennt ja Jena die Lichtstadt, weil es hier irgendwie viele Firmen gibt, die mit Licht zu tun haben, Schott und Zeiss und so. Und ich weiß, dass hier der Anteil an studierten Leuten ziemlich hoch ist, deswegen muss man sich hier vorsichtig bewegen in irgendwelchen Ausdrücken. Aber ich habe mal eine Zeit lang über Licht nachgedacht und ich finde das so interessant, vielleicht können wir das mal aufschlagen als erstes, Hiob 38, dass Gott sich in diesen letzten Kapiteln, wo der Elihu und dann später Gott selbst zu Hiob redet, auch über das Licht äußert. Und da steht in Hiob 38, Vers 19, was ist der Weg zur Wohnung des Lichts und die Finsternis, wo ist ihre Stätte? Und im Vers 24 steht, was ist der Weg, auf dem das Licht sich verteilt, der Ostwind sich verbreitet über die Erde? Bekanntlich ist ja Hiob das älteste Buch der Bibel und es ist interessant, dass Gott genau diese Fragen stellt. Und wenn ihr in Physik gut aufgepasst habt in der letzten Zeit in der Schule, dann habt ihr gelernt, dass man für Licht zwei Modelle hat. Wie heißen die? Wer weiß das vielleicht? Kann das mal jemand sagen? Es gibt das sogenannte Strahlenmodell oder Wellenmodell. Also ich habe sogar noch Teilchenmodell. Gibt es das auch? Ja, okay. Und jeder, der so ein bisschen anfängt nachzudenken, der sagt sich, okay, ich gehe in die Schule, ich frage den Physiklehrer, was ist Licht? Und dann sagt er zu mir, okay, ich muss dir mal zwei Modelle erklären. Und ihr könnt immer sicher sein, wenn jemand zu euch kommt und er sagt, ich brauche, um eine Sache zu erklären, zwei Modelle, dass er selbst nicht weiß, was es ist. Das ist jetzt natürlich eine kecke Behauptung. Aber wir brauchen zwei Modelle, um ein Phänomen zu beschreiben. Und Gott hat vor, ich weiß nicht, 4000 Jahren das Buch Hiob geschrieben und er ärgert uns mit feinen Nadelstichen und er sagt uns heute im Jahr 2023 übrigens, was ist eigentlich der Weg zur Wohnung des Lichts? Also weißt du eigentlich, was Licht ist? Und wir stehen dann da und sagen, ja, ich habe gerade meinen Master gemacht, aber mit dem Licht bin ich noch nicht so richtig weitergekommen. Und das freut mich immer, dass es noch so schwarze Flecken gibt in unserer Erkenntnis der Natur und der Naturwissenschaft, dass es ganz viele Dinge gibt, die wir letztendlich nicht durchdringen können. Und jetzt sind wir zusammen, also ihr als junge Leute, ich als ein echter Oldie, um über Licht nachzudenken. Und mein Ziel ist es und mein Wunsch ist es, dass ihr Freude an dem Herrn Jesus bekommt an diesem Tag, dass ihr Freude an seinem Wort bekommt. Und dass ihr auch Freude daran bekommt, selbst ein Licht zu sein. Und deswegen fangen wir jetzt an. Ich habe auch nicht so viel Zeit. Wenn wir die Bibel aufschlagen, dann merken wir, macht das bitte mal mit mir. Ich hoffe, ihr habt alle noch eine zum Blättern. Ihr schlagt 1. Mose 1 auf und ihr merkt, dass in 1. Mose 1, Vers 2 die Finsternis kommt und in Vers 3 kommt das Licht. Das heißt also, die Truppe hier in Jena, die hat sich ein Thema ausgedacht, wo man schon sagen kann, das ist schon etwas sehr Ursprüngliches. Also wir reden nicht über irgendetwas, sondern wir reden über Licht. Und dann geht man irgendwie, ich gehe nochmal zurück, um euch hier nicht zu irritieren, dann geht man irgendwie durch die Bibel durch und dann merkt man schon, Licht ist ein sehr zentrales Thema. Also warum schafft Gott zum Beispiel am ersten Tag Licht? Wann hat er die Sonne und den Mond geschaffen? An welchem Tag? Laut? Am vierten Tag erst. Aber Licht hat er am ersten Tag geschaffen. Seine erste Aktion, das erste, was er überhaupt gemacht hat, ist, dass er Licht geschaffen hat. Und Licht ist etwas Phänomenales. Ihr habt schon den Raffi da gesehen auf seiner Couch. War das übrigens bei dir zu Hause? Das fand ich sehr interessant. Habt ihr euch mal genau den Bildausschnitt in seiner Wohnung angeguckt? Das Bücherregal war fast leer. Hier ist der Büchertisch, Raffi. Füll ihn auf heute. Ja, ja. Also ich habe deutlich gesehen, dass da noch einen halben Meter frei war. Also es gibt so 10 Standardausreden von Leuten, die zum Büchertisch kommen. A, ich habe noch viele Bücher, die ich nicht gelesen habe. B, ich habe keinen Platz. C, ich habe gerade erst ganz viele weggeschmissen und so. Und die zählen heute alle nicht. Also, warte, eingeschobener Werbeblock. Also wir gehen zurück zum Licht. Und deswegen ist es natürlich spannend, dass wir uns mal fragen, okay, wir wollen ehrlich fragen, was sagt die Bibel zu Licht? Warum vergleicht sich Gott mit Licht? Was ist das eigentlich? Wie hilft uns das, im Alltag zu leben? Und ich hoffe, dass wir diesen Sprung irgendwie hinkriegen. Und jetzt gehe ich mit euch zu Johannes 1.
Und das Johannesevangelium ist das Lichtevangelium. 16 Mal im Johannesevangelium finden wir den Ausdruck Licht. Unter anderem 5 Mal in Kapitel 1. Und das wollen wir jetzt lesen. Johannes 1, Vers 6, da war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name Johannes, dieser kam zum Zeugnis, auf das er zeugte von dem Licht. Halt, wir haben noch was vergessen. Vers 4. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Dann Vers 8. Er war nicht das Licht, also Johannes, sondern auf das er zeugte von dem Licht. Das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Also Licht spielt eine ganz zentrale Rolle in der Bibel. Und die erste Erwähnung, die habe ich euch schon gesagt, ist in 1. Mose 1, Vers 3. Und 1. Mose 1, Vers 2 und 1. Mose 1, Vers 3 macht deutlich, dass es eine klare Trennung gibt von Licht und Finsternis. Und ich finde, das hat die Liane in ihrem Lied also genial herausgearbeitet. Ich wünsche, dass wir das Lied dann nochmal richtig professionell singen und die Pausen einhalten. Ja? Und da, wo das dann kommt, zack, hat sie eine Pause hingesetzt. Und wenn eine Pause in den Noten steht, macht man den Mund zu. Dann singt man nicht. Und dann wird auch deutlich, dass das einen Effekt bringt. Ja? Also Licht, Pause und Finsternis sind getrennt. Super umgesetzt in dem Lied. Also ich finde sowas mega, wenn sich jemand hinsetzt und macht ein neues Lied. Also weiter so. Also wir merken, es gibt eine klare Trennung zwischen Licht und Finsternis. Und die Finsternis wird sogar vor dem Licht erwähnt. Und ich meine, ich muss euch jetzt nicht irgendwie erklären, wie die Welt funktioniert und was auf eurem Handy sich abspielt oder in euren Apps oder was die Nachrichten bringen. Wenn ich jetzt vor 30 Jahren hätte diesen Jugendtag machen müssen, dann hätte ich noch sagen können, okay, die Welt ist ja noch ziemlich friedlich. Es geht ja noch im Großen und Ganzen ziemlich christlich zu. Aber heute, 2023, würde ich euch am liebsten mal ein Video vorspielen, 10 Minuten eines Rammstein-Konzertes. Und zwar diesen Moment, wo der Lindemann auf die Bühne kommt. Ich habe mir das reingezogen und ich habe gedacht, es ist der Wahnsinn. Ich klage den Mann überhaupt nicht an, dass er pausenlos Frauen missbraucht. Das machen die alle in der Szene. Das Schlimme ist, dass ich mich frage, was für ein Geist steckt eigentlich dahinter? Was für ein Geist steckt dahinter, dass der Mann sich dermaßen entfesselt und böse präsentiert? Das ist für mich wie eine Inkarnation des Teufels. Und dann merke ich, ey, es ist so viel Finsternis da. Und ich frage mich, warum in München 75.000 Leute freiwillig in so ein Stadion gehen und sich das reinziehen. Und die gehen hinterher wieder nach Hause. Was machen die dann, nachdem sie das erlebt haben? Was machen, wie leben die dann weiter? Wie willst du das verarbeiten? Also ich habe nach 10 Minuten ausgeschalten, bin kalt duschen gegangen, ja, und habe versucht, das meiner Frau zu erzählen. Nach 2 Minuten hat sie gesagt, komm Klaus, hör auf, und musst du denn da immer? Und ich sage, du, ich bin unterwegs auf dem Jugendtag und ich will wissen, was in deren Köpfen vorgeht. Und dann denke ich, okay, es ist Finsternis, es ist sehr, sehr dunkel. Und ich habe jetzt mal 1. Mose 1 gelesen, nochmal in Ruhe, und habe gesehen, dass wir in den letzten 6 Jahren 5 Dinge beschlossen haben in Europa und in Deutschland, wo wir gesagt haben, 5 Dinge, die Gott in 1. Mose 1 aufgeschrieben hat, die werden wir ändern. Also Gott sagt, ich biete dir Licht an und wir sagen 5-mal, nein, das wollen wir nicht. Wir entscheiden uns für die Finsternis. Gott sagt, ich habe den Menschen geschaffen in 2 Varianten. Wir sagen, nein, das ist nicht wahr. Es gibt viele Varianten. Gott sagt, ich habe festgelegt, dass die Menschen auf eine bestimmte Art und Weise zusammenleben sollen, nämlich in einer Ehe. Und eine Ehe ist eine Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau und sie endet, wenn einer von beiden stirbt. Wir sagen, nein, das wollen wir nicht. Auf keinen Fall, das werden wir abschaffen. Gott sagt, weißt du, ich habe das so eingerichtet, dass du über die Schöpfung herrschen sollst. Wir sagen, nein, wir möchten gern, dass die Schöpfung über uns herrscht. Und dann sagt Gott in 1. Mose 1, Vers 31, weißt du, wie ich dich gemacht habe? Du bist perfekt. Und wir sagen, nein, Transhumanismus, wir sind nicht fertig, da ist noch irgendwas schiefgelaufen. Wir sterben ja noch, das kriegen wir alles noch hin mit einem 3D-Drucker. Können wir in Zukunft alle Organe uns zusammenbasteln. Und einer von diesen Leuten, die diese Thesen vertreten, der hat jetzt eine Rede gehalten. Da musste ich echt wieder eine Pille nehmen, damit ich mit dem Lachen wieder runterkam. Und er begann seine Rede mit dem Satz, meine Damen und Herren, freue mich, Sie hier zu begrüßen. Ich habe nicht vor zu sterben. Ja, dachte ich. Klar, kann man sich vornehmen.
Ich habe nicht vor zu sterben. Und die Idee steckt dahinter, dass wir sagen, Gott, du hast einfach nicht recht. Wir sind nicht fertig. In unserem evolutionären Prozess sind wir bei den Halbaffen stecken geblieben. Oder irgendwie, wir sind noch nicht fertig. Wir werden krank, wir sterben. Und neulich kam ein ganzer Trupp von Jugendlichen zu mir und sagten, Klaus, kannst du nicht mal was sagen zu Transhumanismus? Und da habe ich gedacht, Gott, hast du was? Also gibt es irgendwo eine Stelle? Und dann wühlst du rum in der Bibel und plötzlich komme ich zu 1. Mose 1, Vers 31. Und da steht, nachdem Gott den Menschen gemacht hat und er guckt sich nochmal alles in Ruhe an, und dann sagt er, und siehe, es war sehr gut, perfekt. Du bist nicht ein Produkt, was irgendwie die Unvollendete ist oder so. Perfekt. Ich weiß auch, dass es hinterher in 1. Mose 3 einen Unfall gab, dass es den Sündenfall gab, dass der Tod kam. Aber das kam später. Das ist nicht eine Station, dass wir endlich irgendwo fertig werden sollen. Und ich habe gedacht, 2023 ist ideal geeignet, um einen Jugendtag zu halten über Licht und Finsternis. Und ich glaube, dass ich heute euch nicht die Augen öffnen muss für das, was draußen an Finsternis läuft. Ihr wisst, dass es 2022 zum Beispiel 104.000 Menschen gab, die in Finsternis gestorben sind. Wisst ihr, wer das war? Das waren die Menschen, die in ihrem Leben nie das Licht der Welt erblickt haben. Das waren die Kinder, die man in der Gebärmutter umgebracht hat. Das ist ein Zeichen für Finsternis, in der wir leben. Es ist eine Fülle von Finsternis vorhanden. Und jetzt sind wir nicht hier, um uns selbst zu bejammern und ständig zu sagen, wie schlecht alles draußen ist, sondern ich möchte euch nur ein bisschen dafür sensibilisieren, dass ihr hier nicht sitzt und gähnt und ja, und irgendwie, und irgendwann ist es dann um 11 und dann, sondern wenn ich mir ja überlege, dass Gott mir jetzt etwas anbietet und er sagt, weißt du was, in 1. Mose 2, da ist Finsternis, daran hat sich nichts geändert. Ihr kennt diese Geschichte von Ägypten und der 9. Plage, dass die in Finsternis gesessen haben. Und dann gibt es einen Wechsel und der Wechsel bedeutet, du kommst in das Licht und dazu muss etwas passieren. 1. Mose 3 ist ein Schöpfungsakt Gottes, in dem er sagt, ich mache Licht, ich schaffe etwas. Die Finsternis war da, aber das Licht musste gemacht werden. Und jetzt ist das erste Thema an diesem Jugendtag, dass der Herr Jesus Christus Licht ist, dass er genau diese Eigenschaft hat. Und wir wollen uns das ein bisschen in Ruhe anschauen. Also kurz noch etwas zur Finsternis. Die Bibel verbindet sehr oft Finsternis und Schrecken. Vielleicht können wir das mal lesen in 1. Mose 15, Vers 12. Und es geschah, als die Sonne untergehen wollte, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abram und siehe, Schrecken, dichte Finsternis überfiel ihn. Also Angst, Schrecken, Finsternis. Und das kann man sehr gut übertragen auf Licht. Licht bedeutet auch, dass der Schrecken weicht. Jetzt kann ich mich leider nicht mehr so gut an die Zeit erinnern, wo ich nicht gläubig war, weil ich mich als Kind schon bekehrt habe. Und ich bin jetzt auf Informationen angewiesen von Erwachsenen, die im Erwachsenenalter sich bekehrt haben und die dann erzählen, wie es ihnen früher ging und wie sie dann in das Licht gekommen sind und wie Dinge sich irgendwie für sie geklärt haben. Also wir haben vor einem halben Jahr eine Schwester bei uns gehabt auf dem Reiherhals in der Küche und sie hat uns ihre Lebensgeschichte erzählt. Und sie hatte zwei Geschlechtsumwandlungen hinter sich. Also sie hat erst gedacht, sie ist im falschen Körper, hat sich hormonell zu einem Mann umswitchen lassen. Sie sah aus, sie hat uns Bilder gezeigt wie ein Mann, sie sang wie ein Mann. Und dann kommt sie in das Licht und sie sagt, das Erste, was mir klar war, ist, mein gestörtes Verhältnis zu meinem Körper war mein gestörtes Verhältnis zu Gott. Und dieses Zeugnis war so beeindruckend. Also das habe ich nicht gesagt, das hat sie erzählt. Und ich stand dann so da als braver, schon immer christseiender Mensch, ja, und habe ihr zugehört, so aus ihrem alten Leben. Und sie sagt, ich würde gerne jedem wünschen, dass er das mal erlebt, wenn du als Ungläubiger gelebt hast und verzweifelt in deiner Finsternis gesessen hast und in deinem Schrecken. Und plötzlich kommst du in das Licht und Gott erklärt dir innerhalb kürzester Zeit, was mit dir los ist. Und dann hat sie wieder, ich habe nicht gewusst, dass das geht, deswegen euch ist keine Ermutigung, das auch mal zu probieren, aber sie hat sich dann wieder irgendwie hormonell umstricken lassen. Jetzt sieht sie wieder aus wie eine Frau und singt auch wie eine Frau. Und ja.
und hat ihre Lebensgeschichte aufgeschrieben. Aber sie sagt, der Wechsel, das, was mein Leben verändert hat, ist, dass ich irgendwann aus dem Finsternis ins Licht gekommen bin und dass ich gesehen habe, was eigentlich los ist. Und ich glaube, bitte lasst euch die Augen dafür öffnen, dass die Leute, mit denen ihr zusammenlebt, mit denen ihr in die Schule geht, dass die sich streckenweise in ihrem Leben in einer ganz schrecklichen Situation befinden. Die haben Angst. Die ziehen sich Sachen rein, die mit voll negativen Dingen zu tun haben. Die Musik ist negativ, die sie normalerweise heute hören. Sie hängen sich an Satan. Also das ist mir nochmal durch Rammstein irgendwie vollkommen klar geworden, wie krank wir sind. Und dann liegen wir da wie der Abraham, wie ein tiefer Schlaf, Schrecken und dichte Finsternis überfällt ihn. Auch wenn Gott dann etwas sehr Gnädiges mit ihm tut. Was löst die Finsternis aus? Und damit kommen wir zuerst 2. Mose 10. Das möchte ich auch am Ende mit euch noch kurz durchgehen. In 2. Mose 10 ist diese Plage. Und da steht, vielleicht lesen wir das, 2. Mose 10, Vers 21, strecke deine Hand aus gen Himmel, dass eine Finsternis über das Land Ägypten komme, sodass man die Finsternis greifen möge. Und Mose streckte seine Hand aus gen Himmel, da entstand im ganzen Land Ägypten eine dichte Finsternis, 3 Tage lang. Sie sahen einer den anderen nicht und keiner stand von seinem Platz auf, 3 Tage lang. Aber alle Kinder Israel hatten Licht in ihren Wohnungen. Das Erste, was Finsternis bedeutet, ist, einer sieht den anderen nicht. Das ist genau unser Problem, was wir heute erleben. Wir sind maximal vernetzt, ja, du hast so und so viele Likes auf jede Nachricht, die du hochmachst, und trotzdem bist du einsam. Wisst ihr, was man jetzt in England gemacht hat? Man hat in England vor 3 Jahren ein neues Ministerium eingerichtet, das ist kein Witz. Und zwar ist das ein Ministerium gegen Einsamkeit. Und wenn ein Staat ein neues Ministerium einrichtet, dann tut er das nicht aus Jux und Dollerei, sondern er gibt ja sehr viel Geld dafür aus. Und sie geben sehr viel Geld dafür aus, weil sie sehen, dass die Einsamkeit, in der die Leute leben, extrem gefährlich für sie ist. Und als ich das gelesen habe in 2. Mose 10, diese 2 Kennzeichen von Finsternis, habe ich gedacht, das ist doch genau unser Problem. Einer sieht den anderen nicht. Vielleicht denkt ihr, okay, bei mir in der christlichen Gemeinde ist es schon noch ein bisschen anders. Na, Halleluja. Und so sollte es eigentlich auch sein, dass man in eine christliche Gemeinde kommt und dann macht man mal die Augen auf und schaut dem anderen ins Gesicht und sagt, ey, wie geht es dir eigentlich? Oder man sagt, Henry, was ist los? Du warst jetzt 4 Wochen nicht da. Oder man kriegt das irgendwie mit oder so. Aber in der Welt sieht einer den anderen nicht. Es ist denen völlig Banane. Jeder ist sich selbst der Nächste. Und das Zweite ist, keiner steht auf von seiner Seite. Wisst ihr, was das bedeutet? Du bist nicht in der Lage, etwas Gutes zu tun. Und dafür hat Gott dich gemacht. Dafür rennst du hier auf der Erde rum. Der ganze Titusbrief ist voll davon, wenn du ein Christ geworden bist, sollst du gute Werke tun. Du sollst nicht auf deiner Chill-Couch liegen und dir eine Tüte Chips nach der anderen reinpfeffern, sondern du sollst irgendwann mal aufstehen und etwas Gutes tun. Aber solange wie du in der Finsternis bist, kannst du nicht aufstehen. Keiner steht auf von seinem Platz. Das öffentliche Leben ruht in Ägypten. Es ist wie ein Generalstreik. Es passiert nichts mehr. In Hiob 18 steht, man wird ihn aus dem Licht in die Finsternis stoßen und aus der Welt ihn verjagen. Die Welt ist ein Platz, in dem Menschen zusammenleben, auf der sie gemeinsam kommunizieren, wo einer den anderen sieht und wo einer auch dem anderen dient. Und wenn diese beiden Lebensadern durchgeschnitten sind, dass ich den anderen nicht mehr sehe, dass ich auch nichts Gutes mehr tun kann, dann ist die Welt die Hölle. So ist das. Und ich glaube, die hohe Anzahl von depressiven und selbstmordgefährdeten Jugendlichen spricht ihre eigene Sprache. Wir kommen mit dieser Einsamkeit nicht klar, in die uns die Finsternis steckt. Und dann suchen wir irgendeinen Ausweg und rennen irgendeinem Verrückten hinterher. Hiob stellt die Frage, wo ist der Weg zur Wohnung des Lichts? Psalm 82, wir verlieren unsere Urteilsfähigkeit. Sie wissen nichts und verstehen nichts. In Finsternis wandeln sie umher.
Das finde ich auch sehr beeindruckend, dass man das heute doch ein bisschen sehen kann. Also ich will jetzt hier nicht zu politisch werden, aber ich glaube, dass man bei manchen Entscheidungen, die hier wir auch treffen im Staat, den Eindruck haben, dass uns der Verstand ein wenig verloren geht. Und das hat Gott auch angekündigt. In dem Moment, wo wir uns von Gott entfernen, verlieren wir unseren Verstand. Und es setzt sich ein Irrwahn durch. Das ist gefährlich. Aber jetzt bleiben wir nicht beim Finsternis, es ist ja nicht Finsternistag, sondern Lichtblick. Und wir kommen zu Johannes 1. Und ich möchte jetzt etwas sagen über die Person des Herrn Jesus. Es heißt bei der ersten Stelle in Johannes 1, dass er das Licht der Menschen ist. Das heißt, es gibt nur eine Möglichkeit, in eurem Leben klarzukommen, aus dem Darknet irgendwie rauszukommen in das, wie nennt man das, Gegenteil? Gibt es dann? Doch, habe ich irgendwo rausgefunden. Helft mir. Also das offizielle Net, ja, was immer noch ein bisschen vielleicht durch Licht durchzogen ist. Wir brauchen eine Möglichkeit, da rauszukommen. Jeder Mensch befindet sich in der Finsternis, in der Dunkelheit. Und jetzt steht hier in Johannes 1, in ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Jetzt habe ich das Problem, dass ich schon so lange Christ bin und man hat sich irgendwie daran gewöhnt. Und ihr seid es vielleicht noch nicht. Vielleicht sind einige von euch auch überhaupt noch keine Christen. Dann würde ich euch sehr gerne einladen, dass ihr euer Darknet verlasst und geht in den Bereich der Helligkeit. Dafür ist der Herr Jesus gekommen. Er ist das Licht der Menschen. Aber ich war mal mit einer Jugendgruppe unterwegs und denen habe ich das irgendwie noch mal so unter die Nase gerieben. Ich sage, freut ihr euch eigentlich noch, dass ihr Christen seid? Ich meine, ist ja der Wahnsinn, oder? Du bist verloren, hängst auf der Klippe, noch einmal atmen, dann fällst du runter und dann kommt einer und nimmt dich in den Arm und trägt dich ganz vorsichtig da weg und bringt dich in einen sicheren Platz und dann denkst du, oh, okay, das ging noch mal gut. So ist das ja mit uns allen. Ja, wir hängen auf der Klippe, wir baumeln mit den Beinen im Tod und wenn keiner kommt und uns da wegholt, dann geht die Sache schief. Wir sind richtig verloren. Und da kommt jemand und rettet uns. Und wenn jemand das macht, habt ihr die Geschichte gehört, die Woche von der Mutter, die da von dem Schiff gesprungen ist? Sagt der Wahnsinn, oder? Da ist irgendwie ein Kind von der Fähre, das ist eine Fähre, mit der ich oft fahre nach Schweden, von der Fähre gefallen und die Mutter sieht das und springt hinterher und am Ende haben sie die beiden tot geborgen. Diese Mutter konnte ihr Kind nicht retten. Aber so wie das Kind von der Fähre gefallen ist, sind wir alle, wir hängen oben auf der Reling und dann kommt jemand und sagt, oh, pass auf du, ich hab dich gerade noch gerettet. Was machst du dann? Dann bist du doch froh, oder? Also guckt nicht alle so traurig und so ernst. Also wir sind gerettet, das ist der Wahnsinn. Das heißt, du bist im Bett und du wirst nachts 2:30 wach, weil du nicht schlafen kannst. Plötzlich denkst du, ey, ich bin gerettet. Was mache ich dann? Kriegt meine Frau einen Rippendriller? Dann wecke ich sie auch. Ich sage, Ute, es ist 2:30 und stell dir vor, wir sind gerettet. Und sie sagt, Klaus, soll ich einen Arzt rufen oder alles in Ordnung bei dir? Und ich sage, nein, ich freue mich gerade, dass ich gerettet bin. Also freuen wir uns eigentlich noch. Und diese Geschichte habe ich dieser Jugendgruppe erzählt und eine Woche später kriege ich eine Nachricht. Hey Klaus, wir haben eine WhatsApp-Gruppe gegründet, die heißt Nachts 2:30. Wir rufen uns jetzt immer an. Ja, ich sage, super, ruft euch an, nachts 2:30 und fragt euch, ob ihr euch gerade freut, dass ihr gerettet seid. Also ich meine, es ist ein bisschen albern, das gebe ich zu, aber ich möchte meine Fröhlichkeit nicht verlieren darüber, dass ich gerettet bin. Und entweder ich freue mich oder ich freue mich nicht. Und das Mega ist doch, dass der Herr Jesus kommt als Licht der Welt und er hat mich wirklich gerettet. Wir erzählen uns doch hier auf so einem Jugendtag nicht gegenseitig irgendwelche idiotischen Geschichten, die kein Mensch glaubt, oder? Das ist doch mein Leben. Und das ist mein Leben seit 50 Jahren. Also seit 50 Jahren bin ich gerettet. Komme manchmal vor Freude nicht in Schlaf. Und ich finde, das sollte man uns irgendwie anmerken, oder? Also leichte Mundwinkeloperationen nach oben. Und wenn uns andere Leute fragen und uns bedauern, dass wir Christen sind, dann kann man sagen, du musst mich nicht bedauern, es geht mir gut. Es geht mir richtig gut. Mega. Das Licht der Welt. Ich kenne jemanden. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis. Und ich finde, das ist so ein krasser Gegensatz, wenn du von Jesus redest heute und du siehst diese Finsternis
Und die Leute lieben die Finsternis, sie beten die Finsternis an, sie bewegen sich in der Finsternis und sie reden sich pausenlos ein, Finsternis ist schön. Und dabei gehen sie vor die Hunde. Bis dann einer kommt und sagt, hey, komm doch mal ins Licht. Finsternis ist schrecklich. Er war voller Schrecken, denkt an den Abraham. Dichte Finsternis, Schrecknisse. Und dann kommt jemand, wie der Herr Jesus, und sagt, ich bin das Licht der Menschen. Das Licht scheint in der Finsternis. Es gibt einen Gegensatz, den wir auch heute nicht wegreden oder wegdenken können. Und da würde ich dich gerne einladen, wenn du noch Bereiche hast, wo du ab und zu mal in die Finsternis abtauchst, dass du heute vielleicht die Entscheidung triffst und sagst, ich möchte gern diese Finsterniskanäle löschen. Ich weiß das, es reizt mich. Ich hänge vielleicht dran, ich habe vielleicht eine Sucht. Dann gibt es eigentlich keinen Grund, nicht mit irgendjemand darüber zu reden und zu sagen, können wir uns nicht gegenseitig helfen, dass wir da rauskommen. So eine partielle Finsternis in deinem Leben kann dich auch lähmen. Es kann dafür sorgen, dass dein Lebenslauf einen Knick kriegt und du das nicht hinbekommst. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte von Fred Kolwin, das ist so ein Gemeindegründer da aus Österreich und der hat so mal erzählt, buchstäblich oder so bildlich, dass der Herr Jesus in sein Haus kommt und dann kam er in seine Küche und ins Wohnzimmer und überall hat er Licht angeschaltet und dann war er in der ersten Etage und alles schön und er war ganz fröhlich und dann erzählt er, dann ist der Herr Jesus wieder die Treppe runtergegangen und dann hat er gedacht, naja, jetzt hat ja der Herr Jesus Licht in mein ganzes Haus gebracht, jetzt habe ich diese Operation hinter mir. Und dann sagt er, ach Mensch, du, lass uns doch mal eben noch schnell in den Keller gehen. Ja, und im Keller, da war alles das, was der Herr nicht sehen sollte. Ja. Dann sagt er, ja, nein, später, aber da bitte nicht Licht reinbringen. Ja. Und dann denke ich so, okay, wer sind wir eigentlich, dass wir immer vor anderen so perfekt erscheinen oder ganz brav? Ich will euch nicht irgendwas Schlechtes einreden, aber wir sollten ehrlich zu uns selbst sein. Und wir sollten auch den Mut haben, mit dem Herrn einfach mal durch unser Lebenshaus zu gehen und sagen, Herr, du guck dir ruhig mal den Schrank an und guck mal danach. Leuchte überall mal rein und dann merken wir, dass manche Leuchtbereiche, die tun uns dann körperlich weh. Und wir merken, okay, da stimmt irgendwas nicht. Da müssen wir irgendwie aufräumen. Er ist das Licht der Menschen. Das Licht scheint in der Finsternis. Die Finsternis hat es nicht erfasst. Das finde ich ein schwieriger Vers. Vielleicht können wir uns mal in der Pause darüber austauschen, wie ihr diesen Vers versteht. Also es gibt ganz unterschiedliche Auslegungen dazu. Was bedeutet es, dass da steht, die Finsternis hat es nicht erfasst? Also konnte das Licht die Finsternis nicht austreiben? Oder bedeutet es einfach nur die Pause in Liens Lied, dass die Finsternis das Licht nicht aufnehmen kann, dass es einfach nicht kompatibel ist, dass es nicht vermischt werden kann? Das glaube ich eher. Und dann steht im Vers 9, das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Und ich finde das so beeindruckend, dass Gott das heute noch macht, dass er als Licht kommt und er leuchtet in unsere Finsternis und dann werden Dinge irgendwie klar. Also stellt euch mal vor, ihr wärt richtig dunkel drin, ihr wüsstet überhaupt nicht, wer hier sitzt, ihr wüsstet nicht, wie der Raum aussieht, ihr würdet ganz vieles nicht mitkriegen. Also richtige Finsternis ist schon sehr bedrückend. Da oben in der Uckermark, wo ich gerade hause, da gibt es ganz wenige Nächte. Da ist ein Neumond, der Neumond ist nicht da. Wenn es dann noch bedeckt ist und die Sterne leuchten nicht, dann gibt es manchmal so Nächte, da ist es richtig schwarz. Das finde ich immer beeindruckend. Dann gehst du vors Haus und versuchst irgendwo, abends um 11 werden bei uns die Lampen auch abgestellt, ja, und da denkst du auch wirklich, dass öffentliche Leben ruht, ja, die Sterne werden eingepackt, es ist nichts mehr zu sehen, es ist Finsternis. Es ist ein Hauch von bedrückend, aber du kannst in der Finsternis nicht leben. Und dann kommt das wahrhaftige Licht. Das wahrhaftige ist so ein ganz starkes Wort im Griechischen. Wenn du wissen willst, was wirklich wahr ist, was wirklich reell ist, was wirklich wichtig ist, worauf es wirklich ankommt, dann sagt Gott, pass auf, das ist das wahrhaftige Licht.
welches in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Und damit kommen wir zu dem wichtigen Vers im Johannesevangelium, und das ist Johannes 8. Es ist ja ganz wichtig, wenn man gut zuhört, wenn der Herr Jesus was erklärt in der Bibel. Und es gibt diese berühmten Ich-Bin-Worte. Und in Johannes 8 und in Johannes 9 sagt der Herr Jesus, dass er das Licht der Welt ist. Vielleicht können wir das lesen in Johannes 8, Vers 12. Wiederum nun redete Jesus zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das ist ein Vers, über den kann man jetzt eine ganze Stunde nachdenken. Also wir sind auf Offenbarung angewiesen, immer. Wir können uns die Welt nicht erklären. Wir leben zwar hier, dafür kannst du nichts und dazu hast du auch nichts beigetragen. Du findest dich plötzlich wieder, du lebst auf der Kugel und dann fragst du dich natürlich, wer bin ich eigentlich, wo komme ich eigentlich her und wo gehe ich hin? Und damit du eine sinnvolle Antwort auf diese drei Fragen bekommst, brauchst du eine Information von außen. Und das kann man sehr gut an Daniel lernen. Also ich empfehle euch, Daniel zu studieren. Daniel steht vor einem unlösbaren Problem. Ein anderer hat einen Traum und er fragt jetzt den Daniel, ich möchte zwei Sachen von dir wissen. A, Herr Ittner, was habe ich geträumt? Und B, was bedeutet der Traum? Und dann sagt der Daniel, du kannst deine ganzen Berater umbringen. Da hast du eine Menge von Beerdigungen, aber du hast nicht die Information, was du geträumt hast. Es kann dir keiner sagen. Es sei denn, und das steht in Daniel 2, Vers 28, es sei denn, ich bekomme eine Offenbarung von Gott. Einer, der sich außerhalb von mir befindet, muss mir eine Information geben, was du geträumt hast. Und dann betet er darum und Gott gibt ihm diese Offenbarung. Und dann kann der Daniel dem Nebukadnezar seinen Traum erzählen und erklären. Und genauso ist es jetzt hier in Johannes 8, Vers 12. Wir brauchen eine Information von außen. Wir brauchen jemanden, der uns Licht in diese Welt bringt. Und es ist doch ganz entscheidend, wenn ich jetzt mir die Welt angucke, mit diesen 8 Milliarden Leuten, übrigens alles Männer und Frauen nach wie vor, brauche ich trotzdem eine Erklärung, wie diese 8 Milliarden zusammen leben sollen. Es gibt ja ganz unterschiedliche Lebensformen inzwischen, habt ihr ja mitgekriegt. Ist uns das überlassen? Nein, sagt Gott. Wenn das Licht der Welt kommt und das Licht scheint in der Finsternis, dann sagt uns Gott und er gibt uns eine Information, die eine göttliche Offenbarung ist. Und er sagt, ihr könnt als Gesellschaft nur so zusammenleben, dass ihr einen soziologischen Baustein nehmt und das ist die Ehe. Habt ihr das verstanden, sagt er in der Fußnote in 1. Mose 2, Vers 24, wo er die Ehe definiert. So müsst ihr leben und nicht anders. Und dann sollt ihr euch vermehren und dann sollt ihr die Erde bewahren und bebauen. Das sind so unsere drei Aufgaben. Da hat man schon tagsüber zu tun. Und wenn wir das jetzt ignorieren, dann gehen wir als Gesellschaft vor die Hunde. Da braucht man nicht ein besonderer Prophet sein. Das funktioniert nicht. Und jetzt merken wir, Johannes 8, Vers 12 ist nicht irgendwie eine theoretische Aussage, die mit meinem Leben nichts zu tun hat. Ich beneide euch, das wisst ihr ganz genau, ohne Ende. Einmal über euer Alter. B, über die Verschaltung eurer Synapsen, dass ihr noch etwas pfiffiger seid als ich, dass ihr ein Ressourcenhaufen seid, der hier sitzt mit 70 oder 80 Leuten, beneidenswert. Ich überlege jeden Morgen, was für ein Datum es ist und was mein Blutdruck gerade macht. Und ihr habt die ganzen Sorgen nicht. Und jetzt ist die ganz entscheidende Frage, ob ihr das für euch akzeptiert, dass wirklich das Licht der Welt gekommen ist, wie es hier steht in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln. Und ihr bringt euer Leben im Licht zu. Das wäre so ein Privileg, das wäre so ein Glücksfall, dass ihr wahrscheinlich dann mit 87 in aller Ruhe die Beine aufs Bett zieht und euch abmeldet von der Erde und sagt, ich ziehe mal eben um, ich gehe in den Himmel. Aber mein Leben war super. Ich habe im Licht gelebt. Ich hatte alle Informationen, die ich brauche. Ich habe nach den Informationen gelebt und es ging irgendwie sehr gut. Also ich bin ja 36 Jahre verheiratet. Ich schaue sehr dankbar auf 36 Jahre Ehe zurück.
Also ich meine, ich habe einfach die Form jetzt gewählt, die Gott vorgeschrieben hat, wie Menschen zusammenleben sollen. Und ich finde das unendlich weise. Für mich ist meine Ehe nicht eine Form der Bestrafung. Vielleicht empfindet meine Frau das anders, aber wir können doch auch mal erzählen, dass es gut geht, wenn wir im Licht leben, ja? Wenn wir vernünftig mit unseren Kindern umgehen, wenn wir Wertschätzung haben für Menschen, denen es nicht gut geht, die schwach sind. Wenn wir genau diese beiden Dinge tun, die in 2. Mose 10 stehen, dass wir anfangen, den anderen zu sehen und dass wir aufstehen, um dem anderen zu helfen. Wenn du das tust, wirst du selbst sehr glücklich werden. Wir denken immer, wenn wir uns an andere verschenken, dass für uns selbst nichts übrig bleibt. Das ist eine ganz seltsame Lüge. Aber Gott sagt, je mehr du verschenkst, desto mehr bekommst du zurück. Das ist einfach genial. Und das darf man ruhig leben. Und woher habe ich die ganzen Informationen? Ich habe die Informationen aus Johannes 8, Vers 12. Ich bin das Licht der Welt. Klaus oder Tim oder wie ihr alle heißt. Ich bin das Licht der Welt. Und dann ist es doch phänomenal, diesen Herrn am Kreuz kennenzulernen, der da für mich hängt und wo ich hingehe und am Fuß des Kreuzes mein ganzes Leben in Ordnung bringe. Und dann verstehen darf, dass da jemand hängt, der in 3 Stunden der Finsternis für mich gelitten hat, der auferstanden ist und der mir jetzt dieses geniale Angebot macht, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und Licht und Leben sind untrennbar miteinander verbunden. Es gibt so einen herrlichen Vers, also es gibt so viele schöne Verse, aber einen muss ich euch noch präsentieren, da kommen wahrscheinlich noch ein paar dazu. In 5. Mose 30, Vers 19, da steht, ich nehme heute den Himmel und die Erde zu Zeugen gegen euch, das Leben und den Tod habe ich euch vorgelegt, den Segen und den Fluch, so wähle das Leben, damit du lebst. Das ist deine Entscheidung. Egal wie munter oder verschlafen ihr heute guckt, es ist eure Entscheidung. Ich kann euch nicht dazu zwingen. Aber das Licht der Welt sagt heute zu euch in Jena, wähle das Leben, damit du lebst. Vielleicht denkst du, okay, ich muss erstmal das haben und dann muss ich das haben. Und wenn ich den habe oder die habe oder das habe, dann geht es mir gut. Also bevor ihr euch in die wichtigen Entscheidungen eures Lebens stürzt, würde ich euch sehr empfehlen, euch erstmal nach Jesus auszustrecken. Wähle das Leben, damit du lebst. Und wenn ihr das Licht der Welt angenommen habt, dann habt ihr die Verheißung, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das finde ich so eine schöne Verheißung. In der Dunkelheit dieser Welt kann dir niemand anders als Jesus das Licht bringen, das du brauchst. Dann habe ich euch 2 Verse aufgeschrieben aus dem Psalmen. Also der Jugendtag war für mich auch so ein, nicht Eye-Catcher, aber so ein Eye-Opener. Dass man mal in der Bibel guckt, Mensch, was steht denn alles noch so über Licht in der Bibel? Und da habe ich 2 Verse gefunden. Einen, den kannte ich schon länger, Psalm 36, Vers 10. Den finde ich sehr geheimnisvoll. Da steht, denn bei dir ist die Quelle des Lebens, in deinem Licht werden wir das Licht sehen. Und dieser Vers beinhaltet Folgendes. Es gibt sehr viele Lichtanbieter da draußen. Das habt ihr ja an diesen Funzeln gesehen vom Tobias. Ja? Der hat versucht, den Raphael irgendwie bei Laune zu halten und ihm passende Lichtquellen anzubieten. Warum du jetzt was gegen Energiesparlampen hast, hat sich mir nicht erschlossen, aber das können wir ja später klären. Aber es hat nichts getaugt. Und genauso passiert das heute auch. Es gibt Leute, die sagen, das musst du gesehen haben, das musst du essen. Dann nimmst du so ab, dass bald nichts mehr von dir zu sehen ist. Und das hat bei mir alles nicht funktioniert. Oder du musst dahin gehen. Die App musst du runterladen. Du brauchst jetzt kein Netflix-Abo, sondern es gibt wieder was Neues. Und ich bin leider auch nicht mehr so richtig up-to-date. Und dann kommen sie alle an mit ihren Feuerzeugen und bieten dir irgendein Licht an. Und der Psalmist sagt, in deinem Licht werden wir das Licht sehen. Warum kann man sich eigentlich nicht satt sehen an der Person des Herrn Jesus? Nimm doch einfach mal heute Abend die Bibel, Stöpsel raus, alles, was dich so elektronisch umschwirrt, aus und lies innerhalb von 60 Minuten das Markus-Evangelium durch. 60 Minuten. Keine verschwendete Zeit. Und plötzlich
merkst du genau das, was im Psalm 36, Vers 10 steht. In deinem Licht werden wir das Licht sehen. Ich mache das ab und zu. Also erstmal ist es schön kurz, ja, Markus. Und jedes Mal, wenn ich Markus einfach durchlese, wie eine Geschichte, kommst du an Verse, an denen du hängen bleibst. Ich nenne euch mal zwei Verse, an denen ich neulich hängen geblieben bin. Der eine Vers steht in Markus 15, Vers 37. Ist euch das schon mal aufgefallen? Also habt ihr das schon mal gelesen? Soll ich euch mal vorlesen, was da steht? Jesus aber gab einen lauten Schrei von sich und schied. Also man sagt ja, dass der Herr Jesus 7 Worte am Kreuz gesprochen hat, ja? Und oft sind ja die Leidensgeschichten in der Bibel eher nüchtern beschrieben, kaum emotional, oder? Also wenn man das so sieht, sie nahmen ihn und kreuzigten ihn. Wenn du dabei gestanden hättest und du hättest das gesehen, was man da gemacht hätte mit dem Herrn, das hättest du nicht überlebt. Also manche vertragen sowas nicht. Und dann denke ich immer, okay, die Bibel ist nüchtern geschrieben. Aber plötzlich kommst du zu Markus 15, Vers 37 und da sagt der Markus, und der war selbst nicht dabei. Also man nimmt an, dass Markus seine Informationen von Petrus hat. Also dass die mal zusammen am Lagerfeuer gesessen haben und dann hat der Petrus dem Markus die ganzen Geschichten erzählt. Und dann muss offenbar der Petrus dem Markus gesagt haben, stell dir vor, als wir gedacht haben, der ist schon fast tot. Schreit er plötzlich, dass einem das durch Mark und Bein geht. Und dann frage ich mich schon, Herr, war ich irgendwie daran schuld? Und wenn ich den Herrn das fragen würde, dann würde er sagen, ja, ich bin ja für dich gestorben. Also Galater 2, Vers 20 lässt den Schluss zu, dass wenn der Alois der einzige Sünder auf der Erde wäre, und wir alle nicht Sünder wären, dann wäre Jesus für dich gestorben. Wenn das wahr ist und er wäre für Klaus gestorben und das ist wahr, dann ist das so monumental, dass man den Vers in Psalm 36 viel besser versteht. In deinem Licht werde ich das Licht sehen. Habt ihr schon mal einen Erwachsenen schreien hören? Meistens schreien Kinder, oder? Ich habe einmal einen Erwachsenen ganz bitter schreien gehört. Das war mal bei uns nach der Versammlung in Rezzo. Da hatten wir Besuch bei einem älteren Ehepaar. Und die waren mit einem VW-Bus da und die gingen dann auf den Parkplatz und der war dunkel. Und die Frau stieg in den Bus ein und der Mann hat nicht gesehen, dass die Frau noch ihre Hand um die B-Säule hatte. Und er hat zärtlich die Schiebetür zugezogen. Und das hat die Frau wie zum Erbarmen geschrien. Also wir standen alle da. Nacht, dunkel, plötzlich schreit jemand zum Erbarmen. Der Mann hat das zum Glück auch gehört und war dann auch so zärtlich und hat die Tür auch wieder aufgemacht und sie konnte dann die Hand wieder rausziehen und hat die Finger alle wieder gerade gebogen. Okay, wir lachen heute drüber. Aber das war ein Schrei eines Menschen, eines erwachsenen Menschen, den habe ich nie vergessen. Und wenn ich dann Markus 15 lese, Vers 37, es tut mir leid, aber ich denke an die Geschichte immer. Obwohl, das darf und kann man nicht vergleichen, natürlich nicht. Aber mir ist in dem Moment klar geworden, wie oft haben meine Kinder schon geschrien. Ich konnte es schon bald nicht mehr hören, wegen jeder Kleinigkeit. Aber ein Erwachsener, der reißt sich normalerweise zusammen, der schreit nicht gleich. Ja? Männer weinen sowieso nicht. Und am Kreuz hängt der Herr und Markus schreibt auf, pass auf, Markus 15, Vers 37. Jesus gab einen lauten Schrei von sich und verschied. Ich finde das so krass. In deinem Licht werden wir das Licht sehen. Und ich wünsche euch das so sehr, dass der Jugendtag dazu führt, dass ihr eine andere Beziehung zu Jesus bekommt. Der ist ja nicht weit weg. Er ist so nah bei euch. Und er will, dass wir verstehen, er ist das Licht der Welt. Also wenn ihr in eurem Leben heil am Ende ankommen wollt, müsst ihr das Licht anschalten. Ich war mal unterwegs mit meinen 6 Erbschleichern, wir hatten damals noch so einen alten VW-Bus und dann haben wir, ja, wenn du länger fährst als 3 Stunden, musst du immer irgendeinen Spaß machen, sonst bleiben die nicht bei Laune. Und wir sind nachts auf der Autobahn gefahren und es war richtig dunkel.
Und ich sage, wir machen jetzt mal einen Spaß. Und dann habe ich das Licht ausgeschalten. Und dann sind wir so eine halbe Minute ohne Licht gefahren. War geradeaus alles und so. Meine Frau schrie dann auch. Und dann habe ich es wieder angemacht. Und die Kinder fanden das cool. Oh, Papa, mal ohne Licht und so. Ja. Das darf man nicht zu oft machen. Einmal habe ich dummerweise dabei den Schlüssel rausgezogen. Und dabei ging das Lenkschloss. Und musste ich ihn ganz schnell wieder reinstecken, dass ich wieder lenken. Also, nicht zur Nachahmung empfohlen, höchstens zum Amüsement der Kinder. Du weißt ganz genau, wenn du auf der Autobahn länger als 2 Minuten das Licht ausschaltest, du kommst nicht da an, wo du hinkommen willst. Und deswegen kann man das sehr gut auf dein Leben übertragen. Es ist nicht so intelligent, während deiner Lebensreise das Licht auszuschalten. Und es ist überhaupt nicht intelligent, im Dunkeln zu fahren, ohne das Licht anzumachen. Was lerne ich daraus? Es wäre nicht intelligent, wenn ihr heute von Jena, von dem Jugendtag weggeht und ihr sagt euch, das kriege ich auch so hin. Das Darknet hat auch seine Reize. Im Moment wird in unserer Nachbarschaft in Rezzo ein großes Festival gefeiert, Fusion. Wahnsinn. Dort toben sich Leute in der Dunkelheit aus. Sie haben überhaupt kein Ziel. Man hat Leute interviewt, was macht ihr da eigentlich, warum geht ihr da einfach hin? Und sie sagen, wir wollen einfach mal das normale Leben, wir wollen das alles vergessen. Dazu brauchen wir ganz viel Drogen natürlich. Und die Polizisten, die paar Drogen gefunden haben, die haben vielleicht 1% gefunden von den Drogen, die da verarbeitet werden. Das Festival ist Sonntag zu Ende, morgen. Aber viele Leute sind erst am Montag in der Lage abzureisen. Die müssen erst mal wieder aufwachen. Wir befinden uns kollektiv als Volk in der Dunkelheit. Und weißt du, wenn ich freie Zeit habe, dann möchte ich nicht aus dem Leben mich abmelden und mich abschießen, sondern ich möchte gerne in seinem Licht das Licht sehen. Es ist für mich unerträglich, dass ich vielleicht am Ende meines Lebens so ein Zeugnis kriege von Gott, wo Gott sagen müsste, Klaus, tut mir leid, bist 87 geworden, aber 77 Jahre hast du einfach in der Dunkelheit gelebt. Da kein Licht. Du hast nicht den anderen gesehen und du bist auch nicht aufgestanden von deinem Platz. Das wäre für mich unerträglich. Und deswegen möchte ich gerne euch Johannes 8 echt unter die Nägel brennen. Ich bin das Licht der Welt. Was für ein Angebot. Wenn es das Licht der Welt nicht gäbe, dann wären wir ganz arme Säcke. Dann würden wir hier hängen in der Dunkelheit und würden uns von einem Festival zum anderen. Einer meiner Kinder, die mussten mal ein Praktikum machen in so einer Kolchose bei uns. Die haben Schweinezucht gehabt. Und der hatte so ein paar Kollegen, die sagten, weißt du, Montag bis Freitag muss man einfach überstehen. Freitag geht es dann wieder los. Dann schießen wir uns ab bis Sonntag und dann müssen wir irgendwie wieder runterkommen, dass wir Montag früh wieder einigermaßen geradeaus auf die Arbeit kommen. Dann müssen wir Montag bis Freitag überstehen und Freitag schießen wir uns wieder ab. Und dann denkst du, es ist wie ein Hinken von Dunkelheit zu Dunkelheit. Nein, ich mache mich nicht lustig über die Menschen, das dürft ihr nicht so verstehen. Ich bedauere sie wirklich. Aber wir sollten nicht so bekloppt sein, dass wir vielleicht noch denken, uns geht irgendwas verloren, wenn wir nicht so leben, wie sie leben. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und der zweite Vers ist Psalm 43, Vers 3. Sende dein Licht und deine Wahrheit. Sie sollen mich leiten, mich bringen zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen. Und damit komme ich zum Schluss. Der Herr Jesus, Zusammenfassung, ist also das Licht. Licht ist bis heute ein Phänomen, haben wir schon behandelt. Am Kreuz geht er in die Dunkelheit, er tut das für dich. Und ich möchte dich gerne fragen, ob du in deiner Dunkelheit am Kreuz warst, um dein Leben ab sofort im Licht zu leben. Lass dich einladen, mach das Licht an in deinem Leben.